Heute gebe ich euch für das Englischabitur 2018 Tipps zur Vorbereitung. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du die Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Mathe-Abi ist rum, jetzt heißt Englischabitur 2018. Und weil ich merke, wie krass ihr Gas gebt, gebe ich auch mit den Videos richtig krass Gas für euch. Deswegen heute schon das zweite Video. Aber ich weiß, dass für ganz viele von euch Englisch schon übermorgen ansteht oder für Bayern, glaube ich, für die meisten am Montag schon oder etwas später. Auf jeden Fall weiß ich, dass es gerade echt dringend ist und deswegen haue ich jetzt einfach die Videos so raus, wie ihr sie braucht, damit ihr bestens vorbereitet seid. Und deswegen lasst es keine Zeit verlieren und direkt in die drei Tipps starten, die ich euch mit auf den Weg geben will. Übrigens ist es egal, ob du die Englischprüfung mündlich hast oder ob du sie schriftlich hast. Die drei Tipps, die ich dir geben werde, treffen auf beide Fälle ideal zu. Die Hauptursache, warum die meisten in Englisch nicht hohe Punktzahlen erzielen, ist, weil sie die Anforderungen nicht verstehen. Viele sind der Meinung, sie sind schon ganz gut in Englisch oder auch, ich kann dafür ja nichts lernen und geben sich dann mit diesem Mittelmaß zufrieden. Doch es gibt in Englisch ganz klare Anforderungen. Sie sind vielleicht nicht so hundertprozentig eindeutig wie beispielsweise Mathe, nach dem Motto, wenn die Zahl falsch ist, ist sie falsch. Aber es gibt ganz klare Sachen, die von dir erwartet werden. Es gibt ganz klare Bereiche, die von deiner Leistung bewertet werden und danach kannst du dich richten und wenn du dir bewusst bist, was alles bewertet wird, dann kannst du dich auch genau daran orientieren und genau auf diese Aspekte auch deinen Fokus legen. Sprich, wenn du beispielsweise weißt, dass bei einer 30-Punkte-Aufgabe 60% der Punkte für die Sprache vergeben werden und 40% für den Inhalt, ich weiß nicht, ob das genau in irgendeinem Bundesland so ist, aber angenommen, es ist so, dann ist es einfach wichtig, dass du nicht die ganze Zeit nur drüber nachdenkst, oh fuck, habe ich jetzt den Text so die ganze Zeit richtig auch verstanden? Habe ich wirklich das Wichtigste rausgenommen? Sondern dass du einen besonderen Fokus darauf legst, dass das, was du schreibst, du sehr gut ausformulierst. Denn da wird einfach die Sprache dann sehr hoch bewertet und dann musst du dich auch danach orientieren. Und die meisten schreiben Englisch, übrigens auch in allen anderen Sprachen, egal ob du Latein oder Französisch jetzt auch hast, gilt genauso. So viele schreiben dann einfach mal drauf los, aber checken überhaupt nicht, was denn am Ende ihnen die Punkte bringt. Und dann ist es klar, dass du niemals wirklich irgendwo großartig volle Punktzahlen bekommen wirst. Den zweiten Tipp kann ich euch wirklich erst geben, wenn ihr den ersten voll verstanden habt. Denn der zweite Tipp lautet, dass du dich für die Themen interessierst. Aber, bevor ich dabei darauf eingehe, das bedeutet nicht, dass du auf einmal alles wieder wie ein Idiot rausschreibst und das und das und das und das alles, sondern immer Priorität haben immer die Anforderungen. Was wollen die Prüfer von dir sehen? Das heißt, fokussiere dich immer auf die Anforderungen. Wenn du aber die im Blick hast und nicht auf die fokussierst, dann ist es auch extrem hilfreich, wenn du dich wirklich für die Themen interessierst. Denn zum einen hilft natürlich Interesse immer dabei, dass du dir das alles viel leichter merken kannst, was einfach essentiell ist, weil du in Englisch einfach oft viele Themengebiete hast, die du dir merken sollst und so weiter. Aber dadurch, dass es in Englisch auch oft gar nicht so krass darum geht, sich Sachen auswendig zu merken, sondern wirklich auch einfach so ein paar Sachzusammenhänge zu verstehen und Geschichten zu verstehen, ist es unglaublich wichtig, dass du dich dafür interessierst. Weil dann ist es nicht nur so, dass du ein paar Eckpunkte von der Story hast, die du dann irgendwo mal verzweifelt versuchst einzubringen, sondern für dich ist wirklich alles eine Geschichte, die wirklich interessant ist und dann hast du auch viel mehr einen Blick und ein Gefühl für die ganzen Zusammenhänge und wie alles miteinander korreliert. Und wenn du das hast, kannst du viel, viel detailreicher auf bestimmte Fragen eingehen und dann schreibst du nicht nur bei irgendeinem Aspekt, ja, der und der wurde da geboren und dann ist er irgendwie gestorben oder keine Ahnung, sondern sagst, nein. Er ist da geboren, das war deswegen problematisch, weil die Zeit sehr schwierig war. Dann hat er das und das in seinem Leben. Zur gleichen Zeit ist ja das in Frankreich passiert oder so. Das hat dann wieder verschiedene Auswirkungen gehabt. Und dann hat durch irgendeinen Krieg das seinen Tod verursacht oder irgendwie so. Aber auf jeden Fall kannst du viel, viel schöner erzählen und dann natürlich auch viel bessere Ausführungen haben, die dir dann, wenn du sie nach den Anforderungen ausrichtest, dir ganz, ganz hohe Punktzahlen einbringen wird. Und der dritte Tipp ist dann einfach nochmal das Sahnehäubchen. Habe ich ja auch schon in meinem Video, wo ich erzählt habe, wie ich meine 1,0 in den Abschlussprüfungen geschafft habe, erzählt. Sprich, konsumiere so viel englischen Content wie möglich. Gilt auch wieder für alle anderen Sprachen. Wenn du Französisch hast, hör die französischen Lieder an und so weiter. Aber vor allem für Englisch ist es am allereinfachsten, weil es gibt extrem viel englische Musik. Hörst du vielleicht selber schon einfach so.
Dann kannst du englische Bücher lesen, du kannst englische Sachen hören, also beispielsweise auch Hörbücher, du kannst englische Videos anschauen, du kannst englische Filme anschauen. Schau doch mal deine Netflix-Serien, wenn du sie anschauen solltest. Ich bin kein großer Fan davon. Aber wenn du sie anschauen solltest, dann schau die doch mal auf Englisch und sprech doch mit deiner Familie und deinen Freunden auf Englisch. Das bringt dich so krass in diesen Modus. Das Sprechen ist natürlich vor allem für die mündlichen Prüfungen unglaublich entscheidend, weil du da einfach so krass dann drin bist. Und dann wirst du auch die ganze Satzstruktur und Grammatik so viel stärker verinnerlichen, dass du in der Prüfung dann nicht mehr dieses hast, Moment mal, war das jetzt zweite Form, Plural, Plusquamperfekt, sollte ich das jetzt so und so machen? War es nicht have, had, been, he, she? Nee, sondern es ist einfach automatisch und du musst dich nicht mehr so krass auf die Grammatik konzentrieren, weil du schon automatisiert hast, sondern du kannst dich voll darauf fokussieren, den inhaltlichen Anforderungen und so weiter gerecht zu werden, das Ganze noch schöner auszuformulieren und dann hast du auch wieder viel mehr Kapazitäten, um dich auf die Aspekte, die bewertet werden, zu orientieren, die dann auch nochmal die hohen Punkte bringen. Das war's von mir zum Englischabitur 2018. Wenn euch das Ganze geholfen hat, empfehlt es doch bitte Freunden weiter. Das hilft mir richtig viel. Ihr könnt einfach hier, glaube ich, irgendwo ist dieser Pfeil, wo ihr einfach sharen könnt. Schickt es in die WhatsApp-Gruppen, in eure Klassengruppe, damit die anderen Leute auch davon profitieren. Wird mir mega beim Wachsen helfen, wäre ich euch richtig dankbar dafür. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Ich glaube an euch, euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.